So, dann guten Morgen nochmal von meiner Seite. Danke, dass ich jetzt mal noch hier einsteigen darf, eine kleine zügige Reise durch Next Generation User Experience. Ich habe leider meinen Titel abgeben müssen jetzt vor 2 Wochen, weil ich jetzt Manager geworden bin. Das hat nichts zu bedeuten, nur dass ich jetzt irgendwie noch mehr Projekte machen darf, muss, soll, wie auch immer. Aber das gleiche Thema. Also, Next Generation. Was ich jetzt erzähle, ist aus dem Leben gegriffen, die Problematik, mit der wir jetzt zu tun haben. Wir, heißt jetzt Microsoft, mit unseren Partnern, Softwarefirmen, Agenturen, aber auch großen Industriekunden, die momentan vor dem Problem stehen, was ist es nicht irgendwie nächste Woche, was sind die Trends, die nächstes Jahr laufen, sondern was ist so 10 Jahren, wo müssen wir investieren, damit wir in 10 Jahren noch produktive Arbeitsplätze haben. Welche Trends sind denn da für uns wichtig im Markt? Und das ganze Thema ist kein neues, das ist von September 91, How to Work, Play and Thrive in Cyberspace. Man macht den Untertitel, da steht Arbeiten, Spielen und Gedeihen im Cyberspace oder im Internet oder im Netz vernetzten Gesellschaft. Und da sind auch die Kernelemente drin, die wir gleich nochmal näher sehen werden. Grundsätzlich ist wahrgenommen worden, sowohl von uns wie auch von Marktbegleitern und von der Industrie, nicht von aller Industrie, aber immer mehr in der Industrie, dass die Consumer-Trends tatsächlich die IT antreiben und tatsächlich vor sich hertreiben oft. Wir nennen das Ganze Consumerization of IT. Man sieht hier das Thema natürliche Interaktionen, mehr Daten, Social Computing, Sozialtechnologien, die vernetzte Gesellschaft, die Cloud-Technologien und so weiter und so weiter. Wir sind jetzt dabei, diese ganzen Themen mit Leben zu füllen, denn man hat in der Presse und in den Veröffentlichungen vielen, vielen Papers auch immer dieses Cloud als Schlagwort, aber die wenigsten wissen, was es eigentlich ist. Und wie sich es heutzutage schon äußert in der IT und vor allem, wenn man halt strategisch investieren will, wie geht der User mit so einem vernetzten System um? Und das ist gar keine einfache Antwort, um genau zu sein, es gibt noch gar keine guten Antworten dafür, weil wir hier noch sehr viel lernen müssen. Das Ganze hört sich erstmal ganz schrill an und ganz wild, aber kein Problem. Wir wollen ja nach Goethe wissen, was die Welt im Mindesten zusammenhält. Und das gilt tatsächlich auch für die Ergonomen unter uns. Das ist mein Lieblingszitat von Lichtenberg. Es gab aus gutem Grund die Systeme, die wir haben, und aus gutem Grund schaffen wir sie wieder ab, weil wir in einer anderen Welt leben heute. Wir haben sehr viel Innovationen vor uns, wir haben sehr viele Themen, und das Thema, was uns vor allem treibt, ist dieses hier, Loyalität, ist tatsächlich viel einfacher als strategisches Element zu benutzen, als zum Beispiel nur das ganz normale Thema Kundenbindung. Kundenbindung ist nur, dass der Käufer wieder bei mir kaufen wird nächstes Mal, aber wir wollen in Zukunft ja, dass die Kunden mehr sind als nur Kunden, sondern wir wollen sie einbinden in die Systeme. Und Einbindung besteht durch Loyalität. Und Loyalität ist eben ein ethischer Begriff. Und das ist durchaus kein Zufall, dass die soziale Gesellschaft, der soziale Nutzer als soziales Wesen auch als ethisches Wesen wahrgenommen wird. Nun, wir wissen ja, Komplexität ist nicht alles. Das ist keine einfache Antwort darauf, denn die wirkliche Herausforderung der Innovation ist das Meistern von Einfachheit und nicht das Beherrschen von Komplexität alleine. Und das bedeutet für die normalen Softwarehersteller, die normale Softwarefirma, die seit 20, 30 Jahren Software baut, ein Umdenken, und zwar ein fundamentales Umdenken. Ein kleines Erdbeben findet da statt, dass sie sagen, ich kann eben nicht mehr nur Funktionen runterklopfen und Funktionen über Funktionen nachdenken. Die Workshops über neue Funktionen, über technische Machbarkeit von Funktionen werden abgelöst durch tatsächlich Strategie-Workshops, um nachzudenken, wie kann ich meine Lösung, die seit 20, 30 Jahren eben läuft, wie kann ich die in Zukunft einfacher machen und dadurch tauglicher für die Zukunft. Und das ist was Neues für viele Hersteller und das ist was Neues auch für viele Industrien. Wenn man sich eben anguckt, die Spannweite zwischen der Konsumerindustrie mit Touchscreens und Gestensteuerung und dann eben Industrie geht, wo Maschinensteuerung oder Maschinen mit großen Anlagen immer noch sehr konventionell, teilweise mit Kommandos in der Kommandozeile gesteuert werden, sieht man, wie groß die Spannweite ist. Die Wertschätzung von Design hat sich verändert, vom Luxus hin zur kritischen Entscheidung. Das heißt, heutzutage wird sehr viel Wert gelegt bei der Kaufentscheidung, bei der strategischen Entscheidung von IT in die tatsächliche Gestaltung der Software, in die User Experience der Software. Und das heißt für uns natürlich und für die Partner, dass man da ein bisschen agiert. Auf der anderen Seite, wir als Usability Professionals, als Ergonomen müssen damit umgehen, dass wir eben sehr viele fiese Probleme im Umfeld haben. Es gibt eben nicht die klare Antwort. Ergonomie ist keine exakte Wissenschaft. Es geht um Wahrscheinlichkeiten, um wir sagen immer, it depends. Ja, es kommt immer darauf an, auf den Kontext of Use, auf den Handlungskontext, ob wir eine Lösung finden. Wenn wir eine Lösung gefunden haben, kann es sein, dass die eine Lösung wieder ein anderes Problem aufwirft. Wir haben natürlich, ich sage immer, Ergonomen haben ungefähr 80% ihrer Arbeit mit Mediation und Kompromissfindung zu tun. Die ersten 50% sind wieder Projektarbeit. Irgendwie so. Und das heißt, also wir müssen tatsächlich sehr, sehr klar mit umgehen. Es gibt einfach Probleme, für die es keine einfache Lösung gibt, vielleicht gar keine Lösung gibt. Wir müssen hier einen Konsens finden. Und diese fiesen Probleme sind einfach da.
Das mögen Softwaretechniker gar nicht, weil die Softwaretechniker können etwas produzieren, was funktioniert oder nicht funktioniert. Das mögen auch Leute, die mit Budgets hantieren, nicht, aber da muss man eben einen Weg finden. Und deswegen gibt es ja auch Normen, die uns hier finden, auf Human-Centered Design, menschenzentrierte Gestaltung von interaktiven Systemen, hier so ein bisschen was zu treiben und auch etwas voranzutreiben. Das ist die Situation, die wir heute hatten und das ist die Situation, die wir heute haben. Ja, das heißt, der Konsument, der die Macht hat, ist inzwischen auch in den Entscheideretagen angelangt von den Firmen, die einkaufen. Die Entscheidungsgrundlagen sind viel weniger technischer Natur, sondern auch wirklich der hedonischer Kultur. Also sprich, was Schönes wird auch eher attraktiv wahrgenommen oder was innovativ rüberkommt oder innovative Themen werden heute extrem getrieben. Ich kann Ihnen sagen, Sie können mir glauben, ich weiß, was ich meine, denn allein wie viele Anrufe ich zu dem Thema Kinect für Windows bekommen habe, die Gestensteuerung, die für Windows ja als ein SDK, eine Entwicklungsumgebung rausgekommen hat, es ist Wahnsinn, was da an Interesse besteht, auch wenn noch gar keine Anwendbarkeit nachgewiesen ist für Windows-Systeme. Weil erstmal nur das Entwickeln, damit macht Spaß genug, dass die Leute anfangen, damit sie beschäftigen und dann einen Großteil an Zeit investieren. Wo stehen wir eben dann in der Zukunft? 2015, 2020, welche Themen treiben uns und treibt die Industrie gerade extrem heran? Ich habe es schon erwähnt, wir haben riesige Herausforderungen für Next Generation User Experience, das Thema soziale Technologien stärker einzubinden. Also die sozialen Technologien sind alles die Themen, die uns als soziales Wesen unterstützt. Ja, es gibt immer mehr Systeme, die uns vernetzen, immer mehr Systeme, Anbieter gibt es auf dem Markt, immer mehr Cloud-Dienste, immer mehr virtuelle Dienste werden integriert in Systeme. Es gibt immer mehr Sichtbarkeit von mich als Menschen. Ich kann mich eben in irgendwelchen Webseiten profilieren. Ich bin in sozialen Netzwerken tätig, in beruflichen Netzwerken. Und natürlich immer mehr Systeme interagieren natürlicher mit mir. Das heißt inzwischen auch, wir haben ja später auch einen Vortrag über das Auto. Das Auto wird Bestandteil dieses sozialen Netzwerks. Der Kühlschrank haben wir schon gesehen. Ja? Der weiß inzwischen, was ich im Kühlschrank habe. Das Handy sowieso schon. Also immer mehr Systeme sind integriert und haben sozusagen eine Sichtbarkeit, ein Interface zu mir als sozialem Wesen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein Problem, denn die Handlungskompetenz dazu ist enorm ungleich verteilt. Die sogenannten Digital Natives, die Leute, die heute 15, 12, 15, 20 Jahre alt sind, die damit aufgewachsen sind, haben damit gar kein Problem. Die Leute, die damit auch sehr großen Vorteil haben könnten, die älteren Mitmenschen, die sind damit nicht aufgewachsen, die haben sehr wohl ein Problem. Die sind nicht als soziales Wesen mit einer Historie im Internet unterwegs gewesen oder sie profilieren sich nicht, weil sie nicht sich auskennen damit. Das heißt, wir haben kein Curriculum, wir wissen auch nicht, es gibt keine Instanz in Deutschland oder auch überhaupt auf der Welt, die ein Lernen über die verschiedenen Gesellschaftsschichten und die Altersschichten hinweg ermöglicht. Wir haben also so eine sogenannte Digital Gap, also der digitale Graben, der gerade bei den sozialen Technologien enorm groß ist. Hier ist eine große Herausforderung, Systeme zu bauen, die da helfen, das abzuschaffen und so ein bisschen neue Wege zu gehen, versuchen eben nicht insulär auf eine Lösung hier, eine Applikation da, sondern integrierter, ganzheitlicher, auf neudeutsch, holistisch eben ganzheitlich zu planen und zu denken. Das heißt nicht mehr in Funktionen, sondern in Paradigmen, wie eben soziale Technologien, was ein großes Paradigma ist, was eigentlich heutzutage nicht mehr wegzudenken ist. Was ist ein soziales System? Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht hier, also der User hat ein Ziel. Er benutzt einen Dienst und der Dienst ermöglicht ihm Inhalt und Content, Interaktionen. Daraufhin hat er einen Wissen generiert, einen Mehrwert und er kann das nächste Ziel fassen. Ein Beispiel, ich habe ein Ziel, ich möchte wissen, wo Rudolf von Habsburg beerdigt ist. Wissen ja alle, wo er beerdigt ist? Rudolf von Habsburg? Nein? Gut. Also ich gehe eben in die Bibliothek, das ist der Dienst. Ich schaue nach im Wörterbuch oder im Lexikon, da steht halt drin, Rudolf von Habsburg ist natürlich im Speyerer Dom beerdigt. Ich dachte, das weiß man. Gut. Also dann habe ich einen Wert, ich kann jetzt so ein Buch schreiben, ich habe ein Buch, ich möchte über die Romane, über die Habsburger in der Pfalz schreiben. Also habe ich dann irgendwie einen Mehrwert generiert. Also der Computer kommt ins Spiel, der macht es ganz einfacher, weil er zieht den Dienst und den Inhalt des Dienstes zusammen, zum Beispiel eine Webseite, Wikipedia und andere Online-Enzyklopädie und kann also dementsprechend alles mit dem Computer erledigen. Das Missverständnis war, dass Leute in der Industrie, gerade bei Arbeitnehmern, aber auch tatsächlich Leute in der kulturellen Intellektenszene gedacht haben, soziales Netzwerk ist das Gleiche, weil es ist ja auch ein Computer. Jetzt ist es allerdings so, dass bei sozialen Netzwerken, ich habe es vorhin schon erwähnt, der User selbst beteiligt ist. Das heißt, das ist das soziale technologische Konzept. Das heißt, der User selbst wird Bestandteil, und zwar essentieller Bestandteil dieses Konzeptes. Man wird sichtbar. Das Ganze bringt natürlich gewisse ethische Probleme mit sich. Das heißt, wie weit sichtbar werde ich denn? Das ganze Thema der Datensicherheit, der Persönlichkeit, das ganze Thema der Klarnamen-Thematik, das haben wir alles hier schon drin. Und das ist das Elementare, was eben normales soziales interaktives Netzwerk, das soziale Technologien von normalen interaktiven Technologien unterscheidet.
weil sie eben sozial sein müssen. Und wir sind aufgerufen, natürlich hier dran zu arbeiten und zu forschen und auch Systeme zu bauen, die dem User ermöglichen, das System so zu nutzen, wie er möchte und nicht wie das System das möchte. Und dementsprechend auch hier eine gute Usability zu haben. Beispiel eben bei Windows Phone sieht man das zusammengezogen hier. Beispiel, dass ich Kontakte und nicht nur die Kontakte, sondern auch die Nachrichten der Kontakte in einem Interface habe. Nicht nur zwei Applikationen, sondern ganzheitlich Kontakte mit ihren Nachrichten in einem Interface habe. Social Gaming Experience, eine ganz spezielle Variante. Sie erinnern sich von 91, Work, Play and Thrive. Also Play ist tatsächlich immer wieder eine der großen Inkubatoren gewesen. Wir sehen es ja eben auch bei den Innovationen, dass man versucht, Serious Gaming, also das soziale und das seriöse Spielen, als Teil einer neuen Art von Interaktionsparadigma für Business-Anwendungen, für Produktivitätsanwendungen zu haben. Warum? Man hat erkannt, dass Spielen eine Tätigkeit ist. Jacques Cousteau, ein Meeresforscher, hat mal gesagt, das kann man gar nicht ernst genug nehmen als Antrieb, als Motivator, als Attraktor für menschliches Handeln. Spielen ist immer das Erste, was man tut. Das ist auch ganz normal, damit wird man aufwachsen. Das verbindet uns mit allen anderen Säugetieren. Aber Spielen hat auch eine gewisse Komponente, wie der weise Heger schon sagt, man will eben den anderen auch schlagen. Das heißt, es gibt einen Wettbewerbscharakter, man will besser sein als die anderen. Was nichts Schlimmes ist, denn das ist das, was uns antreibt. Aber last but not least, das macht uns vollständig. Das heißt, lass uns spielerische Komponenten überprüfen und gucken, ob wir die eben als Innovationsgeber, als Taktgeber, als Inspiration für IT-Planung nehmen kann. Wir wollen aber nicht, dass unsere Leute dann so aussehen. Also kein Arbeitgeber will, dass seine Arbeitnehmer dann so vorm Rechner sitzen. Wir wollen aber auch nicht, dass wir irgendwelche Halo-Clones dann damit dann unsere Warenwirtschaft machen. Wir müssen neue Zielgruppen ansprechen, neue Leute anders ansprechen. Das wird aber nicht so gehen, sondern eher mal vielleicht mit ganz anderen Interaktionstypen, wie zum Beispiel hier mit dem Kinect, wo man gestenfrei steuern kann, was ja auf überraschender Weise, ich fand es zu Besuch gut ist, aber es natürlich enorm erfolgreich geworden ist. Das Ganze sind natürliche Interaktionen, also wie gesagt, so bitte nicht, habe ich dann hier, gab es hier eine Möglichkeit eines Forschungsfilms, dass ich hier, sprich die Leute immer sagen, ich möchte mir Kinect meinen PowerPoint steuern, das will man nicht, ja? Man will nicht mit Gesten PowerPoint steuern, man will mit Gesten Excel steuern, das ist hier ein Selbstversuch gewesen, der ich jetzt hier, danke, also man will eben nicht, man will eben nicht da sitzen und sein normales Windows damit stellen. Dafür ist es nicht gedacht. Ja? Aber man kann eben darüber nachdenken, wofür kann ich es denn verwenden? Wofür kann ich denn zum Beispiel Gestensteuerung nutzen? Gestensteuerung hat den Vorteil, dass es physisch ist, dass es eben nicht gelernt werden muss, dass man eben kein Material und keine Hilfestellung braucht, kein Eingabegerät braucht. Und dass man dementsprechend auch natürlich für jede Altersgruppe eine ganz niedrige Schwelle der Interaktion hat. Und das sind eben die Sachen, wo wir ganz am Anfang sind. Wir haben noch keine Erfahrung. Das System ist gerade mal ein Jahr auf dem Markt, auf der Xbox in dem Fall. Und seit Anfang des Jahres, seit Frühjahr, kann man das für Windows auch entwickeln. Aber wir sind noch ganz früh, weil das gibt es noch nicht lange. Wir haben noch keine empirischen Studien gemacht, die wirklich langfristig und wirklich Einsatzszenarien sich anschauen. Das ist gerade was passiert und das auch sehr spannend ist. Aber man kann jetzt schon sagen, damit eine Maus ersetzen ist nicht das, was wir da denken, passieren sollte. Dann natürlich das Thema, was wir auch schon gesehen haben, einige Tische, hier von Microsoft kommt der Samsung Surface Tisch, Surface 2 genannt oder Samsung SUR40. Und natürlich das andere Thema, wie man inzwischen mit diesen Cloud-Systemen auch ganz komplexe Innovationen machen kann. Wie zum Beispiel hier so eine 3D-Darstellung von einem CT-Bild, wo in dem Fall nicht die Arbeitsleistung auf dem Rechner, sondern in der Cloud kommt. Die Sachen kommen aus dem Netzwerk, aus dem Internet, die werden die da berechnet, weil da die Arbeitsleistung viel, viel höher ist, als das, was ein normaler Rechner leisten kann. Und dadurch kann man diese hochauflösenden Bilder sie einfach dann durch die Rechenleistung des Internets runterladen. Oder aber versuchen, mit diesen Interaktionsparadigmen, wie zum Beispiel hier der Kollege das gemacht hat, auf der Mixed-Konferenz mit Kinect dreidimensionale komplexe Welten zu steuern. Ja. In dem Fall nutzt er das Worldwide Telescope von Microsoft und steuert das mit der Geste. Ja. Was wir hier sehen, ist nämlich eins, was fehlt hier? Ein Button. Wir haben keine Button mehr. Wir brauchen keine Button mehr. Wir interagieren direkt mit dem Inhalt. In dem Fall steuert er hier dieses Worldwide Telescope. Mit dem Kinect für Windows in dem Fall. Ja. Also tatsächlich direkt mit dem Inhalt zu kommunizieren, ist die Möglichkeit, weil ich dann eben gar keinen Pointer mehr brauche, sondern tatsächlich diese Trennung zwischen dem Benutzer und dem Interface aufhebe. Der Nutzer ist das Interface geworden. Oder eben, was wir hier noch sehen von Research, ist gerade im August gekommen, wo man hier
Kinect benutzt, um dreidimensionale Welten zu erschaffen und die Virtualisierung, das Thema des Capturing von Raum. Also hier geht er mit dem Kinect-Sensor durch den Raum und erfasst hier sozusagen den Raum und nimmt den auf. Hier wird man auch mal sehen, dass der Kinect, dann wird hier das 3D rekonstruiert, was er gerade aufnimmt. Wird also aktuell, während er das benutzt, automatisch zeitgleich ein 3D-Modell entstehen, wo er dann praktisch eine Art Motion Capturing macht, was man heutzutage aus Filmen kennen würde, dass hier mit so einem 120-Euro-Teil auch eben geht. Oder eben hier, was man sehr schön sehen kann, hier wird das Bild wird hier nachgebaut in 3D und das Ganze mit Texturen versehen, wie man es aus Spielen kennt. Das sind also keine Kameraaufnahmen, das sind Texturen gelegt um das 3D-Modell. Und was dann noch ganz witzig ist, man kann ja das aufgenommene Bild der realen Welt mit einem virtuellen Element mischen. Wie zum Beispiel jetzt hier mit so einem Schneeball, der aus 3D-Pixeln entsteht. Da wird hier so ein Schneeball auf den Typ geworfen, auf die Landschaft geworfen, auf das reale Bild und dann kann man sehr schön sehen, wie sogar bei schwarzem Licht, also bei dunklem Licht, also sprich bei Dunkelheit, natürlich dann hier trotzdem diese Informationen da sind, mit denen ich interagieren kann. Oder ich stelle mal einen Kollegen dazu, der dann auch beworfen wird, sie sehen halt das Reale, die reale Welt einfach zu mischen mit virtuellen Inhalten. Und dadurch wird es natürlich ganz witzig, ganz neue Interaktionsprinzipien zu denken, die halt über das ganz normale, zweidimensionale Klicken hinausgehen, ja. Also die reale Welt mit virtuellen Sachen zu mischen und das eben auf einem ganz normalen Rechner, den man zu Hause stehen hat, ohne irgendwelche teure Hardware zu kaufen. Und das sind alles Dinge, die heutzutage nicht Forschung mehr sind, das ist nicht nur noch Research, aber das sind Sachen, die es heute schon gibt. Die Entwicklungsumgebung gibt es, es gibt das Gerät zu kaufen, es gibt den normalen Rechner. Und das heißt, dadurch sind Innovationen plötzlich so greifbar geworden, dass es nicht mehr nur wir sind, die das machen, sondern fast alle große Firmen haben inzwischen Abteilungen, die damit arbeiten, die heute entwickeln. Und die Fragen stellen natürlich, wie kann ich sowas sinnvoll einsetzen, wie kann ein sinnvolles Arbeiten mit sowas aussehen? Und natürlich die Fragen wieder kommen, diese fiesen Probleme von vorhin, ja, welche Prioritäten habe ich? Und wir dann natürlich nicht mehr in Diskussion sind, wie viel muss ich investieren, um sowas zu entwickeln, sondern wie viel muss ich konzipieren, um sowas zu benutzen? Wir sind momentan in einigen Gesprächen mit Agenturen, noch mit großen Industrien, das letzte Jahr über gewesen, seit Frühjahr, um genau zu sein. Und es ist tatsächlich so, dass bei vielen Projekten inzwischen die Arbeitsleistung 60-70% ist reine Konzeption, User Interface Design und nur noch 30-40% tatsächlich Entwicklungsleistung. Der Fokus ist tatsächlich sehr stark auf die Konzeption von neuen User Experience geworden und das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Wir sind am Anfang der Reise und viel Spaß heute. Danke für die Fragen. Danke.